Schon bald ist es soweit. Die lang erwartete Ahsoka-Serie wird endlich veröffentlicht. Wir wissen ja, dass viele Mitglieder der Ghost Crew das erste Mal auch in Live-Action in dieser Serie zu sehen werden. Wir haben Sabine Wren, Hera Syndulla, das Kind von Kanan Jarrus und Hera Syndulla, Ezra Bridger und das erste Mal auch einen Live-Action Großadmiral Thrawn. Jetzt hat sich Disney aber gedacht, es wäre irgendwie cool, wenn man auch Kanan Jarrus vielleicht als Live-Action in Rückblenden oder möglicherweise einfach nur als Machtgeist zurückbringt. Doch dem steht leider eines im Weg. Der Schauspieler, der Kanan Jarrus verkörpert, nämlich Freddie Prinze Jr., hat tatsächlich abgelehnt, als Kanan Jarrus in der Ahsoka-Serie zurückzukehren. Freddy spielte den Jedi Kanan Jarrus in Star Wars Rebels und wurde mit seiner Rolle in der animierten Serie schnell zu einem Fanfavoriten. Sein Charakter brachte zum Schluss das ultimative Opfer, um seine Mitstreiter zu retten. Wir kennen alle die Szene in Rebels, sie war wahnsinnig emotional. Tatsächlich stellt sich ja am Ende der Staffel auch heraus, dass er mit Hera Syndulla ein Kind hat und eben dieses Kind soll man auch in der Ahsoka-Serie sehen. Und nun ist es auch naheliegend, hat sich ja Disney gedacht, dass man vielleicht auch Freddy zurück als Kanan Jarrus holt. Natürlich nicht in lebendiger Form, aber als Machtgeist oder wie schon gesagt als eine Rückblende. Was wiederum Prince die Chance geben würde, seine Rolle zum ersten Mal in einer Realverfilmung zu spielen. Doch leider, allem Anschein nach, sieht der Schauspieler dieser Möglichkeit mit wenig Enthusiasmus entgegen. Prince Jr. hatte Kanan schon in der Vergangenheit in Cameo-Auftritten wie zum Beispiel in The Bad Batch oder dem Aufstieg Skywalkers dargestellt. In einem Interview gab er kürzlich zu, dass er im Nachhinein lieber keinen von beiden gemacht hätte. Zitat: Ich wurde darum gebeten, ja, ich wollte es aber nicht. Ich habe das Gefühl, dass jedes Mal, wenn man Kanans Stimme seit dem Ende von Rebels hört, seine Wirkung verwässert wird. Ich wollte auch nicht The Rise of Skywalker machen. Man hat mich um einen Gefallen gebeten und ich habe das Gefühl, dass alle ihre Gefallen jetzt aufgebraucht sind. Auf die Frage, ob er in Ahsoka auftauchen könnte, antwortet der Rebels-Schauspieler: Keine Ahsoka, ich bin fertig mit Kanan, ich bin zu alt für dieses Zeug. Das finde ich ist leider eine sehr eindeutige Antwort, was wiederum bedeutet, dass wir Kanan wahrscheinlich nicht in der Ahsoka-Serie sehen werden, außer Disney hat es vielleicht noch irgendwie geschafft, ihn zu überzeugen. Was ich persönlich sehr schade finde, weil genau diese Serie hätte so viele Möglichkeiten und so viel Potenzial dafür geboten, Kanan als Machtgeist zurückzuholen oder eben, wie gesagt, eine Rückblende von ihm einzubauen. Vor allem, wenn man noch ein bisschen weiter denkt und eben an Ezra denkt, der den Tod ja immer noch nicht verarbeitet hat. Und die ganze Geschichte, das wäre so cool gewesen, hätte man Kanan da als Machtgeist mit eingebaut. Ich persönlich hätte das echt sehr, sehr gerne gesehen und ich finde es echt schade, dass wir diese Möglichkeit wahrscheinlich nicht bekommen. Aber was ist eure Meinung dazu? Schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.